Genau, ich darf über Zeiterfahrungen bei Demenz oder vielleicht ein bisschen, so wie ich es formulieren würde, Zeit erleben oder der Zeitpsychopathologie bei Demenz erzählen. Dafür gebe ich eine kurze Einführung, was ich damit überhaupt meine, beziehungsweise was so der Hintergrund des Vortrags sein soll. Dann möchte ich ganz kurz über Zeiterleben sprechen oder Ihnen ein paar Ergebnisse aus eigenen Arbeiten dazu vorstellen und dann zumindest ein Beispiel geben für eine, ich sag mal, Psychopathologie des Zeiterlebens, bevor ich dann zur Zeiterfahrung und Demenz etwas erzählen möchte. Ja, ich bin erstmal ganz dankbar, dass schon der Begriff Psychopathologie so oft gefallen ist. Dann muss ich keine ganz so große Einführung geben. Der Hintergrund ist vielleicht so ein bisschen überraschend, weil die meisten, ich sag mal, Leute, die vielleicht in Krankenhäusern arbeiten, wenn es da um Zeit geht bei demenziellen Entwicklungen, neurodegenerativen Erkrankungen, dann ist damit meistens gemeint Gedächtnisstörungen, vielleicht noch zeitliche Orientierungsstörungen oder wenn es ein bisschen komplexer wird, dann kommt man vielleicht zu so Zeitgitterstörungen, Zeitgittererfahrungen, Epnesien, Paramnesien und wie die ganzen medizinischen, kognitionspsychologischen, psychologischen Begriffe dann heißen mögen. Der Hintergrund, vor dem ich mich hier bewegen möchte, ist aber der sogenannten Zeitpsychopathologie. Das heißt, eine Richtung innerhalb der Psychopathologie, die sich mit dem Zeiterleben befasst. Das heißt, der grundsätzliche Gedanke, ob bei bestimmten psychischen Zuständen einmal das direkte Erleben von Zeit oder auch von zeitlichen Konzepten oder die Bezüge dazu anders sind als wiederum in anderen Zuständen und aber auch auf welche Art und Weise möglicherweise dann im weitesten Sinne Symptome von psychischen Zuständen, die wir dann als psychiatrische Erkrankungen oder Störungen konzeptualisieren, sich innerhalb der Zeit vollziehen. Ich habe auf der Seite mal so die Zündung dieser Forschungsrichtung aufgeführt. Also auf der linken Seite sehen Sie vor allem die philosophischen Einflüsse, auf die sich dann vor allem die Herren, die hier auf der rechten Seite stehen, vornehmlich bezogen haben. Wir haben schon relativ viel von Husserl gehört, Bergson klang im Vortrag eben sehr stark an. Auf Seiten der Psychiater waren die ersten, die sich dann hauptsächlich damit befasst haben, mit dem Thema der Zeit in der Psychopathologie, Minkowski, Strauss, Gebsattel und Binswanger, den einen oder anderen ist ja auch schon erwähnt worden. Die Liste lässt sich relativ weit fortführen, so aus neuerer Zeit, der Name ist auch schon oft gefallen, ist Thomas Fuchs aus Heidelberg, da sehr einflussreich, oder auch Giovanni Stangelini ist da zu nennen, auch philosophischerseits das sicherlich noch deutlich weiter auszuführen. Worum es in diesem Vortrag jetzt primär gehen soll, ist, was berichten Leute, Menschen mit und ohne psychiatrischen Erkrankungen, wenn man sie nach der Zeit fragt. Und ich möchte Ihnen da einmal Ergebnisse aus einer Arbeit zeigen, die wir mit Menschen ohne psychiatrische Diagnose durchgeführt haben und dann ein Beispiel geben aus einer Studie, die wir mit Patienten und Patientinnen, mit der Diagnose einer Majorendepression durchgeführt haben, bevor ich dann auf eine Arbeit zur Demenz eingehe. Nur um das nochmal so ein bisschen zu konzeptualisieren, worum es hier gehen soll und um dann auch so den Hintergrund für meine Aussage zur Demenz dann geben zu können. Zunächst also zum, was ich jetzt hier Zeiterleben genannt habe. Was sagen also Menschen, wenn man sie nach der Zeit fragt? Das sind sicherlich Erfahrungen, die der ein oder die andere von uns auch immer wieder machen oder auch berichten würden. Menschen könnten so Dinge sagen wie: bei schönen Aktivitäten habe ich das Gefühl, die Zeit vergeht schneller, die Zeit zieht sich bei dummen Aussagen. Je älter ich werde, desto schneller vergeht die Zeit, ist was Menschen auch immer wieder sagen.
Leute sagen, die Gegenwart ist die Situation, in der ich mich gerade befinde. Die Gegenwart ist wichtig. Die Gegenwart sollte bewusst erlebt werden. Die Menschen sagen, jetzt muss ich hier kurz die Fenster verschieben, dass ich das weiterlesen kann. Die Vergangenheit sind meine persönlichen Erinnerungen. Man lernt aus der Vergangenheit. Die Vergangenheit hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Oder die Personen sagen, die Zukunft ist unsicher, die Zukunft ist beängstigend, unvorhersehbar, und man formt die Zukunft aus Vergangenheit und Gegenwart. Und das hier sind Aussagen, die direkt aus einer Arbeit von uns stammen, wo wir eben Menschen befragt haben, wie die Zeit erlebt wird, wie so zeitliche Bezüge erlebt werden, wie eben Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft oder eben auch das direkte Erleben der Zeit. Weil das so ein bisschen ja, vielleicht auch abstrakt bleibt, mache ich das ganz gerne oder versuche ich das zumindest grafisch ein bisschen darzustellen, wie man dieses Zeiterleben sich so ein bisschen ja, auch konzeptualisieren kann oder vorstellen kann oder sich da eben dann, darum geht es schlussendlich, auch da reindenken kann. Vieles davon ist in den Vorträgen der letzten Tage und auch heute schon angeklungen. Aber in meinen Worten, wenn wir uns die Zeit eben vorstellen, wie die meisten von uns das auch wahrscheinlich häufig tun werden, und kann man den sehen, jawohl. Und wir haben ja also so eine Art Zeitstrahl, und in diesem Zeitstrahl können wir jetzt einzelne Ereignisse festmachen. Dann ist es so, dass wir für uns selbst so Einzelereignisse dann am Ende doch nicht als einzelne Ereignisse sehen, sondern dass alle Ereignisse, die so für uns passieren, in einen Sinnzusammenhang gestellt werden. Mein Beispiel, das ich immer nehme, wenn ich jetzt einkaufen gehen möchte, dann gliedert sich dieses Einkaufen in einzelne, ja, einzelne Akte. Also ich verlasse beispielsweise mein Haus, dann betrete ich den Supermarkt, ich heute früh habe ich es gemacht, tue Knoblauch in mein Körbchen, davor habe ich das Körbchen genommen, dann gehe ich zu den Getränken und packe mir da Wasser rein, dann hole ich Milch, dann gehe ich an die Kasse, und so vollzieht sich das dann eben Schritt für Schritt, ist aber Teil dieses Gesamtaktes wiederum des Einkaufengehens. Und der dann selber steht wieder auch nicht isoliert, sondern geht potenziell über in eine Folgehandlung. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann direkt was kochen möchte, dann gehe ich auch wieder nach Hause, dann packe ich meine Sachen aus, dann, ich bin kein guter Koch, werfe ich alles gleichzeitig in den Topf und dann ist hoffentlich irgendwas am Ende fertig. Und so geht das dann eben weiter und weiter. Und eins geht in das andere über. Das lässt sich auf verschiedenen Ebenen auch wieder konzeptualisieren. Also statt jetzt über dieses relativ simple alltägliche Beispiel zu gehen, kann man sich auch vorstellen, ich bin Schüler gewesen, dann habe ich einen Schulabschluss gemacht, eine Ausbildung begonnen, bin in den Beruf übergegangen, etc. etc. Und so bewegt sich das alles eben nicht nur in so kleinen alltäglichen, sondern wir denken über relativ viel, was wir eben in der Zeit tun, auf so oder eine ähnliche Art und Weise nach. Das Entscheidende dabei ist, es zieht sich so eine Art roter Faden durch das, was wir tun. Wir können praktisch, oder wir erzählen zu jedem Zeitpunkt, an dem wir uns auf diesem Zeitstrahl verorten, eine Art von Geschichte, die in diesem Sinnzusammenhang wieder steht. Und der allein kann sich dann auch innerhalb dieses roten Fadens wieder verändern. Also Kontexte sind, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt auf diesem Zeitstrahl ich es wiederum betrachte, können die auch wieder unterschiedlich sein, ohne aber dieses nach vorne zu verlieren. Das ist für unsere Arbeiten sehr schön gewesen, weil das sehr nah ist an den Zeitkonzepten, die sich eben auch in der Philosophie und dann eben auch in der Psychopathologie finden, die ich Ihnen am Anfang vorgestellt habe. Und der gängigste Begriff, der hier verwendet wird, ist der gelebten Zeit. Das heißt, oder der Begriff soll ausdrücken, dass Zeit eben nicht sowas ist wie eine mehr oder weniger abstrakte Ressource, sondern dass Zeit etwas ist, was wir aktiv benutzen, dass wir uns aktiv einordnen und in dem Sinne eben leben. Ich komme da gleich auch nochmal drauf zurück. An dieser Stelle erstmal so viel zur gelebten Zeit. Um Ihnen da einen Kontrast
wie ich sagen würde, zu geben, möchte ich als nächstes eine Psychopathologie des Zeiterlebens vorstellen. Das ist die Beispiele, die jetzt kommen, sind aus einer Arbeit zu Patienten mit einer schweren depressiven Erkrankung. Die wir eben auch zu ihrem Zeiterleben oder ihren Zeitbezügen dann gefragt haben. Und die Patienten und Patientinnen haben uns Antworten gegeben, wie, ich muss noch mal schieben, ich habe das Gefühl, dass ich gegen die Zeit ankämpfen muss. Die Zeit ist ein gnadenloses Vergehen. Die Zeit dehnt sich. Die Zeit ist stehen geblieben. Die Zeit bleibt stehen. Der Lauf der Zeit ist bedeutungslos. Oder zur Gegenwart sagen die Personen, die Gegenwart ist böse, voller Leid. Die Gegenwart ist eine Last. Ich bin nicht mehr in der Lage zu handeln. Es kommen auch Dinge wie, die Gegenwart ist bedeutungslos für mich geworden. Zur Vergangenheit, ich fühle mich ständig schuldig für Fehler, die ich früher oder in der Vergangenheit gemacht habe. Und es ist schwierig, über die Zukunft nachzudenken. Sie ist vom gegenwärtigen Moment abgekoppelt. Auch hier nochmal der Versuch, das ein bisschen grafisch auch nochmal mehr verständlich zu machen. Ich kann sonst gleich auch noch ein paar Worte zu diesen Aussagen nochmal sagen. Wenn wir uns das Depressive erleben oder den Patienten, die Patientin in diesem Zustand vorstellen und auch wieder diesen Zeitstrahl zur Hilfe nehmen, unter der Annahme, dass im Vorfeld die Zeit gelebt wurde im weitesten Sinne, verändert sich das mit der depressiven Episode. Die Zeit läuft praktisch in so einer Art Nichts. Und das gesamte Erleben dreht sich im Kreis um dieses depressive Erleben herum. Was auffällig ist bei diesen Antworten zum Zeiterleben, ist, dass da sehr viele auch typische, ja, wie Mediziner eben sagen, Symptome der depressiven Episode auch mitschwingen. Das heißt, dieses gesamte zeitliche Erleben zieht sich eigentlich zurück in diesen depressiven Kern. Und was dadurch auch wieder verständlich wird, ist dieses, wie es in der klassischen Psychopathologie auch oft wortwörtlich genannt wird, das unendliche Leid in der depressiven Erkrankung. Auch das deckt sich relativ gut mit den klassischen Überlegungen zur Zeitpsychopathologie in depressiven Episoden, was dann im Deutschen gerne die Werdenshemmung genannt wird. Im englischen Sprachraum ist die Blocked Future, die verschlossene Zukunft, etwas geläufiger. Beides soll ausdrücken, dass dieses nach vorne gerichtete, in die Zukunft gelebte, aus welchem Grund auch immer, in der Depression so nicht mehr nicht möglich ist oder nicht mehr passiert. Das als Hintergrund, was die Zeitpsychopathologie eigentlich möchte, das grundsätzliche Ziel dabei ist es, einen zusätzlichen Zugang zu diesen sonst relativ abstrakten oder ja für viele dann eben recht abstrakten Symptome psychiatrischer Erkrankungen zu geben und die in ihrer Zeitlichkeit auch nachvollziehbar zu machen. Jetzt bin ich leider Arzt und trage auch oft vor Ärzten vor. Deshalb, man kann das natürlich auch in einer Art depressiven Zeitsyndrom ausdrücken. Hier ist jetzt sehr reduktionistisch natürlich, also ein verlangsamtes Vergehen von Zeit, die Bedeutungslosigkeit der Gegenwart, die überwältigend negative Vergangenheit und die unerreichbare, undenkbare Zukunft. Am meisten Vorsicht sicherlich bei der Bedeutungslosigkeit der Gegenwart, weil durch die Bedeutung der Gegenwart für die depressiven Patienten und Patientinnen ist schlussendlich die Bedeutungslosigkeit von ihr. Was man häufiger bei depressiven Bildern eben auch findet, so ein depressives Paradox. So viel hier zu einem Beispiel für so eine, in Anführungsstrichen auch wieder klassische Psychopathologie des Zeiterlebens in der majoren Depression, eben bei schwerst erkrankten depressiven Patienten und Patientinnen. Um jetzt über die
zu überlegen, was solche Überlegungen für die Demenz bedeuten und bedeuten können. Ich selber habe zur Demenz und Zeit oder Zeitlichkeit nicht direkt gearbeitet. Es gibt aber eine kürzlich vor wenigen Monaten erschienene hervorragende Arbeit von Eriksen und Kollegen, die sich in einer extrem aufwendigen, qualitativen Arbeit aus, ich glaube, knapp, ich glaube, am Ende sind es über 30 Arbeiten von anderen Autoren analysiert haben, ob hier Veränderungen oder Besonderheiten im Zeiterleben der Demenz sind und wie das Zeiterleben bei Demenz überhaupt aussieht. Die Autoren, interessanterweise, haben am Ende eine ähnliche Gliederung, wie das auch bei unseren Arbeiten der Fall gewesen ist. Und zwar werden vier Themen festgesetzt für das Erleben von Zeit. Und zwar einmal, tut mir leid, dass es hier auf Englisch ist, es ist eine englische Publikation, Rooted in the Past, also die Verankerung in der oder die Verwurzelung in der Vergangenheit, der Fokus auf die Gegenwart, das Denken an die Zukunft und die Erfahrung von Veränderungen des Selbsterlebens über die Zeit hinweg. Die Autoren geben auch, wie ich finde, sehr eindrückliche Zitate von Betroffenen, die ich gerne so ein bisschen, ja, ich sag mal, wirken lassen möchte. Und ich werde deshalb jetzt Schritt für Schritt durch diese vier Punkte durchgehen und diese Beispiele, die die Autoren in ihrem Artikel geben, einmal vorstellen und vorlesen. Auch hier, das ist alles auf Englisch. Ich versuche dann trotzdem am Ende eine kurze Zusammenfassung oder auf Deutsch zu geben, zumindest was meinen Eindruck dieser Aussagen angeht. Zunächst also, was die Autoren rooted in the past, also verwurzelt in der Vergangenheit, nennen. Da sind Aussagen wie I faced quite a few challenges in my 90 years, so I'm not letting this bother me. I think one just has to assume that everything's going to go well and probably will go well. I'll survive, I always have. I am the same as before. Das sind also alles Aussagen von Betroffenen mit unterschiedlichen Formen demenzieller Entwicklungen. You must cling on to who you are. Doing what I've always done helps with staying in control of the situation and maintaining identity. People should be allowing us to do as much as we can for as long as we can to the best of our present abilities. I try to do everything possible as long as I possibly can. I'll still be energetic and not give up. I'm not going to just sit down. Anything I can still do and function with, I appreciate the Anything I can still do and function with, I appreciate the value of far more than I did before. Oh, Entschuldigung, da wollte ich nicht so schnell. Ja. Das heißt, was hier viel eben mit dieser Verwurzelung der Vergangenheit mitschwingt, es ist einerseits oder nimmt in meinen Augen so zwei Facetten auf. Zum einen die Vergangenheit als positive Ressource, als etwas, wie die erste Aussage vielleicht deutlich macht, die auch eine gewisse Nutzbarkeit im Überwinden von Schwierigkeiten mit sich bringen kann oder in dieser Aussage etwas, an das man sich auch klammern kann und gleichzeitig auch als etwas wahrgenommen wird oder beschrieben wird, das weiter anhält. Also ich bin auf eine bestimmte Art und Weise gewesen und solange dies noch möglich ist, bin ich es auch noch. Im nächsten, was die Autoren der Arbeit dann Focusing on the Present, also der Fokus auf die
Gegenwart genannt haben. Hier kommen Aussagen wie we are just trying to live through the present day and for all good things that we have today, because nobody has tomorrow. This is my motto now, we all have only today. We take it as it comes and we make the best of it. Well, I just live for today. I just think we can put it right, tomorrow's another day. I only know today at the moment. I have not a clue about tomorrow. I do not get down about it. I do not worry about it. I found that it is no use worrying. I believe my sister and my children will look after me, even at the worst stage. For now, I only wish I can continue to live each day as it comes. I thought there's no point in saying anything until later on is plenty of time. There's no point in worrying them all starting now, you know. It's a bit boring just sitting here. I'll be sitting here now until tea time. I sit a lot and wait, but I do not know what I'm waiting for. Hier also nochmal was Fokus auf die Gegenwart in den Augen der oder in den Augen der Autoren als Fokus auf die Gegenwart beschrieben werden kann. Was hier eben drin ist, ist der Grundgedanke, auch der ein bisschen vielleicht auch im Vorfeld schon mit dabei war, das, was man an Zeit hat, noch nutzen zu können oder auch nutzen zu wollen. Und zum Zweiten aber auch solche Erfahrungen wie das Langeweile und Warten hier mit einer Rolle auch spielen. Als Drittes, was die Autoren Thinking About the Future genannt haben, ich würde das jetzt wissen, was kommt, eben generell das Denken an die Zukunft nennen. Hier kommen Aussagen wie it is going to get worse. That's the problem. The only thing that what worries me is my future and what is going to happen to me. We always had plenty of money. Then suddenly we had no money. And you start thinking about the future. I just worry about the sort of burden I'm going to be on my husband. I cannot remember what I'm doing, and in the future, I'm going to be like this all the time. It is frightening. When it gets to the point that it is obvious to the casual observer that I have dementia, I'm done. My son has got the details and the papers for the funeral. I do not want the children fighting because they must pay. I wanted to do it myself. I cannot wait to get there. I'm waiting. I've had a good life. What is the point of prolonging life? Life is a hell both for me and for others. I just think it's one of those things. Okay, it's a problem, but it's not the end of the world, and I do not think about it. I keep saying I want to go into care sooner rather than later. Look forward, do not look backward. Das also die Gedanken, die im Zukunftsbezug sich eben niederschlagen. Auch hier einen relativ sehr, sehr unterschiedliche Inhalte, die eine Rolle spielen. Einerseits mit dem Progress der Erkrankung verbunden, aber auch vor allem mit großer Sorge. Gleichzeitig finden sich aber auch einzelne Aussagen, wo mitschwingt, dass die persönliche Planung eine Rolle spielt. Und
zuletzt auch wieder, vielleicht auch gerade in dieser Aussage hier, wo wieder der Gegenwartsbezug auch in den Gedanken an die Zukunft mitschwingt. Aber sehr unterschiedlich. Zuletzt, was die Autoren Changes in the Experience of Self over Time nennen, also Veränderungen in der im Selbsterleben über die Zeit hinweg. Oder vielleicht würde man auf Deutsch eher Selbstwahrnehmung sagen, aber ich denke, es ist klar, was hier am ehesten gemeint ist. Hier kommen Aussagen wie: I used to be a hardworking person, but it's all changed. I'm no longer interested in doing anything. I used to be very efficient, very exact. I knew exactly what I was doing. As a person, I always used to be in charge of what we were doing and everything. But I could not do it now. It's terrible. You're not as good as you used to be. I used to be one of the top medical professionals with executive responsibilities and was quite an important person. I do not act like an active person anymore. When I was employed, I worked from 8 a.m. until 12 midnight. Not now. Why should I be like this? Why? Everything is gone. I've lost all those times. I cannot even write my name, and I used to do it regularly, you know, 3 months ago. It only became a problem within the last year. I think there was something wrong before that, but it did not affect my life. I'm more stressed when I go shopping, so I go to the shop early in the morning. I do not think I've changed. I'm just the same. I would not drive as far as I used to, but I do drive. I do perhaps get a little bit anxious. It's all right. I'm getting older anyway. I can still read, write, and do other things, you know. I hope they have not recognized that I'm changing. So I'm doing my best to keep myself under control. Das ist also die Erfahrung der eigenen Veränderung. Relativ deutlich auch in der ersten Hälfte, dass die Betroffenen hier vor allem über die selbst bemerkten, ja, eben auch demenzbedingten Veränderungen sprechen. Zum Teil oder auf den ersten Blick erscheint das relativ auch defizitorientiert. Was in der zweiten Hälfte auch wiederum deutlich wird, ist, dass es zumindest einzelne Personen zu geben scheint, die diese ja, eben auftretenden oder aufkommenden oder bemerkbar werdenden Defizite auch einordnen innerhalb dessen, so wie es am Anfang vielleicht auch anklang, was noch möglich ist und auch eigene Bewältigungsstrategien, wie hier vielleicht deutlich wird in dem Beispiel mit dem Einkaufen oder auch dem Beispiel mit dem Autofahren, selbstständig versuchen, Möglichkeiten zu identifizieren, mit diesen bemerkten Veränderungen umgehen zu können. Das sind, wie gesagt, die vier Modalitäten, anhand deren die Autoren dieser Publikation, die das Zeiterleben der Patienten mit demenziellen Entwicklungen festmachen möchten. Als ich darauf gestoßen bin, auf diese Arbeit, hat mich das erstmal sehr überrascht, weil was da meinen Augen stark mitklingt, ist, dass bei diesen Patienten, trotz der starken Einschränkungen, der zum Teil ja auch belasteten Aussagen mitschwingt, was die ganze Zeit mitschwingt, ist auch wieder so ein Leben dieser Zeit. Und wenn ich jetzt beispielsweise für ein Syndrom der gelebten Zeit das suchen wollte, dann wäre das relativ nah an diesen vier Punkten dran. Das ist insofern, hat mich das überrascht, weil die Demenz oder demenzielle Entwicklungen in der Regel Entwicklungen sind, die extrem einschränkend sind und auch kognitionspsychologisch eben
zumindest in der Konzeptualisierung, teils große Veränderungen auch mit sich bringen. Was allerdings sich in dem Maße nicht zu ändern scheint, ist die Art und Weise, wie zumindest in diesen, das sind nun mal nicht, das sind ja früh diagnostizierte, leicht und mittelgradig betroffene Personen, die in diese Studien eingegangen sind, dass zumindest für diese Gruppe sich die Bedeutung der Zeit, zumindest in ihrer Gesamtheit, dass sie eben Teil dieses Gelebten ist, sich nicht maßgeblich verändert. Natürlich verändern sich die Inhalte. Durch die Erkrankung werden bestimmte Aspekte meiner Vergangenheit, meiner Gegenwart, meiner Zukunft, der Zeit allgemein, wichtiger oder weniger wichtig. Oder der Fokus wird möglicherweise ein anderer. Aber dass es grundsätzlich weiterhin auch als Ressource wahrgenommen werden kann, ist in meinen Augen erstmal, wird erstmal deutlich und ist zum anderen vielleicht auch was, wenn wir so die Vorträge der letzten Tage oder als ich dann die Vorträge der letzten Tage gehört habe, ist möglicherweise auch eine der Grundlagen dafür, warum dieser vitale Kontakt, wie es dann in der Psychopathologie häufig heißt, zu den Betroffenen auch möglich wird. Weil wenn es uns möglich ist, die Betroffenen, die wir betreuen, die wir pflegen, eben innerhalb von so einer Form von gelebter Zeit wahrzunehmen und zu verstehen, ist uns auch eine ganz andere Kontaktaufnahme möglich. Deshalb würde ich auch hier die Worte der Autoren dieses Papiers, das ich vorgestellt habe, stehen lassen. Die sagen als mehr oder weniger Schlusswort, unsere Ergebnisse zeigen, dass Menschen oder Personen mit Demenz Veränderungen ihres Selbst in Bezug zu allen drei Dimensionen der Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erleben. Das Erleben der gelebten Zeit ist aktiv und wichtig, da es Personen ermöglicht, ihre, wie die Autoren das ausdrücken, Demenzreise zu verarbeiten und zu bewältigen. Das würde ich an der Stelle so stehen lassen und das so ein bisschen zur Diskussion lassen, was Ihr Eindruck davon ist. Und freue mich entsprechend auf Ihre Kommentare, Kritik und Anmerkungen.